Ein Kunde ist bei uns in der Berufsunfähigkeitsberatung und bekommt nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit Ausschlüssen. Dann geht er in eine andere Beratung und bekommt die Berufsunfähigkeitsversicherung komplett, ohne Ausschlüsse. Haben wir schlecht beraten oder hat der Kunde hier einen massiven Fehler begangen? Genau das schauen wir uns im folgenden Video an. Bei Versicherungen mit Kopf. Mein Name ist Bastian. Heute mein Fall aus unserer echten Beratungspraxis. Davon wird es in nächster Zeit mehrere Fälle, mehrere Videos geben, einfach weil ihr euch das gewünscht habt, vor allem über Instagram, damit ihr auch ein bisschen miterlebt, was passiert eigentlich so in der Beratung und in welche Richtung geht das auch manchmal und ja, in welche Richtung es vielleicht nicht gehen sollte, so wie in diesem Fall. Aber rollen wir das Ganze mal von vorne auf. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung werden bei Abschluss Gesundheitsfragen gestellt. Das ist auch bei der privaten Krankenversicherung so, das ist bei Risikolebensversicherung so. Und diese Gesundheitsfragen geht man in der Regel im Beratungsgespräch durch, beziehungsweise der Kunde beantwortet diese dann, weil natürlich weiß am Ende nur der Kunde wirklich genau, was vorlag an ja, Erkrankungen in den letzten Jahren. Und dann wird das Ganze ausgefüllt und dann wird das Ganze geprüft bei in der Regel mehreren Versicherern. Heißt, es wird geschaut, welcher Versicherer bietet welchen Versicherungsschutz zu welchen Konditionen an. Soweit, so gut, so ist das in diesem Fall auch abgelaufen. Nachdem hier alles ausgefüllt wurde und das Ganze eben an die Gesellschaften geschickt wurde, ganz wichtig an der Stelle, noch nicht als eigentlicher Antrag, sondern als sogenannte Risikovorabanfrage. Das ist ein gravierender Unterschied, weil ein Antrag kann abgelehnt werden und dann hast du Probleme, möglicherweise bei einem anderen Versicherer noch einen Schutz zu bekommen. Wenn du aber eine anonyme Risikovorabanfrage stellst, was wir genau in solchen Fällen machen, dann bekommst du einfach verschiedene Votums zurück von den Versicherern und dann geht man mit dem Kunden gemeinsam durch, welcher Versicherer eben die besten Konditionen bietet. Und wie gerade eben schon beschrieben, das haben wir gemacht, genauso bei uns in der Beratung wie in Hunderten, wahrscheinlich mittlerweile schon Tausenden, in anderen Fällen auch. Und dann sind wir gemeinsam mit dem Kunden das durchgegangen und haben ihm erklärt, schau mal hier, Versicherer A hat den Ausschluss, Versicherer B vielleicht hier einen Risikozuschlag, Versicherer C hat auch nochmal irgendwie einen Ausschluss. Und dann wird evaluiert, welcher Anbieter dann vielleicht die besten Konditionen bietet. Und in diesem speziellen Fall hat es einfach wie folgt ausgesehen. Als unabhängiger Versicherungsmakler sind wir nicht an eine Gesellschaft gebunden, sondern wir können aus wirklich nahezu allen Gesellschaften am deutschen Markt auswählen und können die Gesellschaften auswählen, die für unseren Kunden am besten passen. Das heißt, in dem Fall wurden sehr viele Versicherer angefragt, die auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung anbieten, um zu gucken, ja, kriegen wir nicht irgendwo einen Versicherer, der unserem Kunden die Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Ausschluss anbietet. Und das war einfach nicht der Fall. Ja, also vielleicht nochmal kurz zur Definition, was heißt ohne Ausschluss? Das heißt, dass du ganz normal angenommen wird, dass quasi alles versichert ist. Das war bei dem Kunden einfach nicht möglich, weil er diverse Vorerkrankungen hatte und diese Vorerkrankungen haben dann zu einem Ausschluss geführt. Ich nenne mal ein Beispiel. Bandscheibenvorfall. Vor vor 2 Jahren. Und dann gehen in der Regel die Versicherer her und sagen, okay, das ist uns ein bisschen noch zu jung in der Vergangenheit, das ist noch zu frisch, wir schließen die Wirbelsäule jetzt aus. Also wenn irgendwann mal später die Berufsunfähigkeit eintritt und der Grund war irgendwas mit der Wirbelsäule, dann leisten wir nicht. Ja? Das ist nur ein Beispiel eines Ausschlusses und da kann es tausende andere Gründe geben. Und eben in diesem Fall war es schlichtweg nicht möglich, einen Anbieter zu finden, der den Kunden aufgenommen hätte ohne den Ausschluss. Dafür war die Vorerkrankung einfach zu heftig. Ja? Und das war dann der Status quo und dann hat der Kunde das Folgende gemacht. Es wurde dann im Gespräch alles durchgesprochen, die Optionen dargelegt und auch natürlich eine Empfehlung ausgesprochen, welchen Anbieter man wählen sollte, weil es da auch nochmal Unterschiede gibt. Es gibt nämlich Anbieter, die sagen, ja, das ist halt einfach so mit dem Ausschluss. Und es gibt Anbieter, die sagen, ja, das ist erstmal so mit dem Ausschluss, aber wir geben dir die Option, das nach 2, 3, 4, 5 Jahren nochmal erneut prüfen zu lassen. Und je nachdem, wie dein Gesundheitszustand dann aussieht, wird dieser Ausschluss wieder rausgenommen. Ja, und genau in diese Richtung ging die Empfehlung. Und dann hat sich der Kunde
nach dem Gespräch überhaupt nicht mehr gemeldet. Also gar nicht mehr. Und dann nach 2 Wochen hat der Berater nochmal nachgefragt und hat angerufen, hat gefragt, hey, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Hast du dich entschieden? In welche Richtung wollen wir hier gehen? Und ja, hier die Antwort des Kunden. Der Kunde hat das Folgende gesagt und mein Berater war mehr als nur überrascht. Der Kunde hat nämlich das Folgende gesagt. Hey, vielen lieben Dank nochmal für die Beratung. Sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich habe mittlerweile eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen und zwar ohne Ausschluss. Und naja, wir sind ja keine Amateure im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung. Wir kennen uns da extrem gut aus. Und mein Berater hat natürlich nicht das so hingenommen, hat gesagt, okay, ja, da gab es da wahrscheinlich noch einen Anbieter, den wir nicht auf dem Schirm hatten, der das so angeboten hat. Das konnte er eigentlich ausschließen. Deswegen hat er nachgefragt und hat gemeint, okay, wie ging das? Also wie hast du das bewerkstelligt, dass du jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen hast, ohne Ausschluss, wenn wir doch diese ganzen anderen Anbieter geprüft haben und auch einen konkreten empfohlen haben, aber halt mit Ausschluss. Und der Kunde hat gesagt, ja, bei dem Anbieter bin ich jetzt auch untergekommen. Der hat mich genommen, weil der ja richtig gut war, laut euren Aussagen und ohne Ausschluss. Und dann hat mein Berater nochmal nachgefragt und hat gesagt, okay, aber wie ist das vonstatten gegangen? Weil wir haben das ja geprüft. Es ist ja nicht so, dass der Versicherer jeden Tag irgendwie würfelt, ob er einen Ausschluss erteilt oder nicht. Und dann hat der Kunde Folgendes gesagt. Naja, ich wusste ja, dank euch, wenn ich diese Vorerkrankung angebe, dann kriege ich den Ausschluss. Und deswegen habe ich diese Vorerkrankung dieses Mal bei einem anderen Berater, in dem Fall war es Check24, nicht angegeben. Und deswegen habe ich den Versicherungsschutz ohne Ausschluss bekommen. Da war erstmal so 10 Sekunden Stille am Telefon, weil mein Berater einfach wirklich nicht wusste, was er sagen soll. Er wusste es wirklich nicht in dem Moment, weil das so falsch ist, weil das so einfach komplett fatal ist, was der Kunde da gemacht hat. Und das erkläre ich euch jetzt mal im Fazit, warum das jetzt so fatal ist und dass der Kunde das einfach auch überhaupt nicht verstehen wollte. Ja? Und das schauen wir uns jetzt im Fazit mal an, warum er das hätte nicht tun sollen, welche Konsequenzen das Ganze für ihn vermutlich haben wird. Versteht mich nicht falsch, uns geht es jetzt nicht darum, ja, dass wir jetzt den Abschluss nicht bekommen haben von der Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern irgendjemand anders. Ja? Das ist vollkommen außen vor hier. Sondern es geht darum, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Weil der Kunde dachte, er schlägt jetzt irgendwie dem Versicherer ein Schnippchen, ja, und bekommt die Versicherung den Schutz ohne Ausschluss. Was der Kunde hier aber gemacht hat, hat rechtliche Konsequenzen. Vermutlich. Wenn er mal berufsunfähig wird. Du musst wahrheitsgemäße Angaben machen bei Abschluss eines Versicherungsvertrages, bei den Gesundheitsangaben, bei allen anderen Angaben auch. Das ist eine Pflicht, die du hast als Versicherungsnehmer, als Kunde. Das hat er in dem Fall nicht getan. Und er hat nicht nur fahrlässig, ja, falsche Angaben gemacht, weil das kann ja mal passieren. Du hast was vergessen, dein Erinnerungsvermögen spielt nicht mehr mit, du weißt nicht mehr genau, war ich die letzten 5 Jahre beim Arzt oder war das schon die letzten 6 Jahre? Ja, Fahrlässigkeit ist was ganz anderes als in dem Fall Vorsatz. Er wusste ja ganz genau, was er hier getan hat. Er hat bewusst diese Info weggelassen, um den Versicherungsschutz zu bekommen. Und das hat natürlich ganz andere rechtliche Konsequenzen, wenn das mal ans Tageslicht kommt. Vor allem in dem Moment dann, wo er später mal berufsunfähig werden sollte, dann wird das geprüft. Und das wird so genau geprüft, dass diese Geschichte 100% rauskommen wird. Und dann hat er die ganzen Jahre umsonst Beiträge gezahlt. Und der Versicherer wird ihm nicht die BU-Rente auszahlen. Und zwar zu Recht. Weil er hier, wie gesagt, eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung begangen hat, mit Vorsatz auch noch, und sich den Versicherungsschutz, ja, ergaunert hat. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Das haben wir natürlich erklärt dem Kunden. Das hat mein Berater erklärt, weil das natürlich eine ganz heiße Kiste ist. Aber er wollte das nicht einsehen. Er hat gesagt, nee, das wird schon noch nicht so sein. Und naja, okay, wir können nicht alle retten. Aber wir haben uns gedacht, ich mache jetzt halt mal ein Video zu dem Thema, weil vielleicht kommt der eine oder andere auch auf die Idee, das vielleicht so anzugehen. Aber bitte, bitte macht das
Nicht so. Ihr werdet später mal im Leistungsfall Probleme bekommen. Wenn du wissen möchtest, wie das genau ablaufen soll, wie sollte Step für Step so eine Anfrage auch ablaufen, so eine Risikovorabanfrage, weil manchmal wird die auch überhaupt nicht gemacht und es wird einfach mal so ein Antrag gestellt, was auch super gefährlich ist, dann schau dir unbedingt dieses Video an und bitte, bitte mach nicht diesen Fehler, den der Kunde hier in dem Fall gemacht hat.